einem Jahr hast du angefangen, vor einem Jahr hattest du keine Kunden, vor einem Jahr warst du noch in deiner Ausbildung tätig und jetzt machst du das Vollzeit, hast drei Kunden gewonnen, hast einen soliden Auftrag gewonnen und bist fleißig am Machen, fleißig am Tun. Und ich glaube auf alle Fälle daran, dass du das auch schaffst, nächstes Jahr mindestens 100.000 Euro zu verdienen. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Interview hier gemeinsam mit einem unserer Teilnehmer aus der Social Media Agentur Academy, dem lieben David Barfuß aus Österreich. Ja, der liebe David ist super spannend, weil er ist ein richtiges Stehaufmännchen. Also insofern, dass er jetzt bei uns seit einem Jahr mit dabei ist, von Anfang an Hardcore Gas gegeben hat und fleißig am Start war und ja, immer wieder. Auch wenn es Herausforderungen, Probleme gab oder andere Schwierigkeiten, er sich davon nicht unterkriegen lassen hat, sondern für ihn immer die, sag ich mal, die Geduld gesiegt hat, insofern zu sagen, hey, warte mal, ich mache weiter, ich ziehe weiter durch, ich gebe weiter Gas, ganz egal, was kommt. Und er war auch mit uns auf Kreta, mit auf der Mastermind und hat jetzt einen, ja, beziehungsweise seinen größten Erfolg verbucht. Und zwar einen Kunden gewonnen, der ihm einen Auftragswert von 14.000 Euro unterschrieben hat. Und dementsprechend wollte ich heute mit dem lieben David mal so ein bisschen über seinen Weg sprechen und was da so alles passiert, wenn man jung, ganz frisch, komplett als Anfänger und Quereinsteiger so seine Selbstständigkeit startet und hier gegebenenfalls auch mal ein bisschen einen echteren Einblick zu geben, dass nicht alles rosig ist, nicht alles super schön ist, nicht alles auf Anhieb bei jedem funktioniert, aber dass sich dranbleiben einfach lohnt. Deshalb, lieber David, erzähl doch mal kurz, was hast du gemacht, bevor du bei uns gestartet bist? Okay, erstmal herzlich willkommen zu dem Video und danke für die Anmoderierung. Auf jeden Fall, ja, ich komme eigentlich aus einem technischen Beruf. Ich habe so im Alter von 15 Jahren als absolut gar keine Ahnung gehabt, was ich im Leben erreichen möchte, habe einfach eine Ausbildung angefangen und da dann eigentlich auch sehr, sehr lange gearbeitet und bin dann einfach so von heute auf morgen eben in diese Selbstständigkeit gesprungen, gerutscht, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und ja, das dann einfach so Einfach so ist das es ja nicht dann. gekommen. Was war denn der Weg dahin? Also, du hast deine Ausbildung gemacht und wie kam es dann, dass du gesagt hast, Mensch, ich habe irgendwie Lust auf Selbstständigkeit? Das war halt einfach so, ich weiß, also ganz, ganz früh, also als ich wirklich noch klein war, da habe ich zum Beispiel in diese Freundschaftsbücher, die kennt bestimmt jeder. Im Ja. Kindergarten und in der Schule irgendwie gibt es ja die Freundschaftsbücher, wo man reinschreibt: Lieblingsessen, Traumberuf, Hobbys, bla bla bla. Habe ich damals irgendwie schon reingeschrieben: Millionär, Traumauto, Ferrari. Und dann aber nach ein paar Jahren habe ich einfach so gemerkt, okay, ich mache halt absolut gar nichts dafür. Aber trotzdem sind halt so die Träume da und ich habe gemerkt, okay, es gibt so viele Leute, die haben so riesige Träume, aber es bleiben halt meist Träume, weil sie sich halt irgendwie damit abfinden, ja, ich habe jetzt eine Ausbildung und mache das jetzt halt einfach, bis ich in Rente gehe und ja. Hab dann halt vielleicht ein paar hundert Euro und das war's. Und das war immer so im Hintergrund, aber ich hatte irgendwie nicht so eine klare Linie, also einfach so einen Weg vor mir, wo ich wusste, okay, mit dem, wenn ich da den Weg gehe, dass ich da erfolgreich werden kann oder so. Und war halt natürlich immer auf der Suche, was gibt's da, was gibt's da, habe auch viel Geld ausgegeben für irgendwelche Coachings, für irgendwelche so Videokurse für 200 Euro zum Beispiel. Ich habe alle anderen Dinge ausprobiert irgendwie, weil ich halt einfach sehen wollte, was gefällt mir, wo merke ich, das hat wirklich Hand und Fuß, mit dem kann man erfolgreich werden und das funktioniert auch wirklich. Und so bin ich halt eben zum Beispiel auch auf SMAA gekommen und habe dann da mit dem Ganzen eigentlich angefangen so und das halt wirklich mal richtig durchgezogen, nicht so wie das ganze andere, weil ich da halt gemerkt habe, okay, das funktioniert für mich am besten oder mit dem kann ich mich am meisten identifizieren. Ja, sehr cool. Was waren denn so die ersten Veränderungen, die du bei dir festgestellt hast, als du bei uns im Programm gestartet bist? Ja, also das ist auf jeden Fall das, dass ich einfach mehr Struktur in mein Leben bringen musste, weil ich war halt einfach so, ich habe getan, was ich wollte, auf was ich Lust hatte und
Das war halt meistens eben nach Arbeiten, einfach nach Hause, einfach essen, zocken, nichts tun im Prinzip, also nichts für den Erfolg sozusagen. Und dann musste ich einfach mal einen Cut machen und sagen, hey, okay, jetzt von beispielsweise 17 bis 20 Uhr mache ich noch was für mich, für mein Business so. Und das war so die erste Veränderung, die ich machen musste für mich oder halt einfach gemacht habe oder getroffen habe, dass ich einfach mehr Struktur in meinen Alltag gebracht habe, dass ich einfach mehr geplant habe und meine Prioritäten quasi anders verteilt habe. Und das war halt am Anfang sehr, sehr hart. Und da konnte ich dadurch halt die eine oder andere Disziplin dazulernen oder halt für mich disziplinierter werden. Ja, du selbst hast ja relativ zügig für dich angefangen, Gas zu geben, was zu machen und dann für dich aber festgestellt, hey, warte mal, die Motivation lässt ein bisschen nach. Ja, du hast es nicht mehr so hingekriegt, dich stark zu motivieren, was zu tun, was zu machen. Du bist so ein bisschen aus deinen Strukturen, Routinen wieder rausgekommen, in so ein kleines Loch für dich reingefallen. Und ich möchte gar nicht zu sehr darauf eingehen, was da so passiert ist, sondern viel eher interessiert mich der Punkt, was hat dich dazu gebracht, zu sagen, als du deine Motivation, deine Lust verloren hast, was zu tun, was zu machen? Was hat dich dazu gebracht zu sagen, weißt du was? Ich mache jetzt trotzdem weiter, ich hole mich da raus, ich gebe wieder Gas, statt das zu tun, was leider viele andere machen, und zwar einfach aufzugeben und zu sagen, nö, alles klar, war nichts für mich, nach ein paar Monaten habe ich keine Lust mehr drauf, ich gehe jetzt einfach wieder normal arbeiten. Was hat denn dich da motiviert zu sagen, ich greife jetzt nochmal an? Das war eigentlich durchgehend das Wissen, also ich habe einfach durchgehend gewusst, dass es funktioniert und dass es halt nur daran scheitert, dass ich nichts dafür tue, weil ich weiß, ich kann mit dem erfolgreich werden. Ich weiß auch, dass ich irgendwann in Zukunft sehr, sehr erfolgreich sein werde. Und das ist auch das, was mich so trotzdem motiviert oder halt einfach trotzdem was tun lässt, weil ich weiß, okay, wenn ich jeden Tag halt zumindest nur eine Kleinigkeit mache, bin ich besser wie jemand, der halt nichts macht. Wenn ich heute zum Beispiel zwei Anrufe mache, bin ich besser wie jeder, der keinen Anruf macht. Genauso wie bin ich besser wie der David, wo halt einfach nur auf der Couch gelegen ist. Und das war halt einfach immer so im Hinterkopf, so David, ich weiß, du hast gar keine Motivation, du würdest gerade einfach nur lieber chillen, Mario Kart zocken oder sonstiges. Aber mach einfach was, weil du weißt, es funktioniert ja. Jeder, zum Beispiel ihr habt es ja auch geschafft. Andere Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die haben auch mit genau dem gleichen Geschäft im Prinzip oder halt allgemein jedes Business, die sind auch erfolgreich geworden, weil sie halt was dafür getan haben. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt halt einfach auch was machen, muss mich aufraffen quasi und dann halt einfach trotzdem was tun, auch wenn ich keinen Bock habe. Weil das wird mich dann langfristig gesehen einfach glücklicher machen, als wenn ich für Tag nichts mache oder weniger mache. Und dass ich dann halt einfach immer mehr und mehr in dieses Loch reinrutsche und die Verantwortung abgebe, sozusagen. Das funktioniert ja nicht. Sondern ich habe die Verantwortung auf mich komplett gelenkt quasi und halt einfach die Verantwortung dafür übernommen und wollte es mir selber auch beweisen, dass ich es trotzdem schaffen kann, wenn ich mir was vornehme, dass ich das auch durchziehen kann und da auch erfolgreich werden kann. Weil in der Vergangenheit war ich auch jemand, der sehr schnell aufgegeben hat. Egal, ob es im Sport war, im Liebesleben oder allgemein jetzt auch bei der Arbeit oder sonstiges, ich habe sehr, sehr schnell aufgegeben und ich wollte mir einfach mal das Gegenteil beweisen. So, David, du kannst es und du schaffst es auch, wenn du stark genug daran glaubst und es einfach durchziehst. Ja, sehr, sehr geil. Was hat dich denn, also was motiviert dich eigentlich tagtäglich, beziehungsweise was denn, warum? Du hast vorhin gesagt, okay, du hast in die Freundschaftsbücher reingeschrieben, du willst gern Millionär werden, du würdest gern Ferrari fahren und so weiter. Aber wenn du dir den David heute anguckst, was ist so deine Motivation für dich? Was sind so die Dinge, die du erreichen möchtest, die dich antreiben, wo du sagst, genau darum, stehe ich auf und gebe jeden Tag Gas? Also zum einen natürlich materielle Dinge sind so die ersten paar Motivationen, die man hat. Aber so wie ich das von anderen Menschen kenne, also sobald man seinen Traum oder seinen Wunsch irgendwie mal erfüllt hat, dann
ist es halt einfach so und dann ist die Motivation weg. Beziehungsweise das ganze materialistische Zeug motiviert mich zwar, aber am meisten finde ich einfach so der Weg von dem Ganzen, also wie ich mich entwickle, wie mein Weg, oder wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich würde sagen, das materialistische Zeug, also so Autos, Häuser und so weiter, klar, schön und fein, wenn man viel Geld hat, dann kann man sich das natürlich leisten, aber das, was mich halt am meisten quasi aufblühen lässt, sozusagen, ist halt einfach der Weg dorthin, einfach so, dass ich mir immer wieder selber mal das beweisen kann, hey, du schaffst das, auch die Nächte lang, die ich einfach schlaflos bin und da halt einfach irgendwie dafür arbeite, weil ich weiß, okay, es kommt was dabei raus, ich kann es mir selber beweisen, aber kann auch andere Leute inspirieren und habe halt davon natürlich den ein oder anderen Erfolg, nicht nur in materialistischer Form, sondern in mir, dass ich halt immer wieder geil, ich habe ein Ziel, ich erreiche das Ziel, dann ist man ja so glücklich, dann nächstes Ziel, egal ob es jetzt was ist mit Geld oder sonstiges, einfach, dass ich mich konstant weiterbilde und einfach verbessere und so, das ist irgendwie das, was mich so motiviert, weil wäre es nur das Geld, was mich so motiviert, dann hätte ich, glaube ich, nicht wirklich weitergemacht, sondern hätte halt, keine Ahnung, irgendwie was anders angefangen oder so, wo halt das schnelle Geld kommt oder keine Ahnung, so ist es schwierig zum Beschreiben. Du hast es ganz gut beschrieben. Es ist ja im Endeffekt, sagst du, es ist das Wachstum, was dich antreibt. Na, also, ja. dass du Lust hast zu wachsen, über dich hinaus zu wachsen, neue Dinge zu lernen, dich weiterzuentwickeln und einfach nicht stehen zu bleiben. Und das ist eine schöne Motivation, beziehungsweise auch ein sehr solider Antrieb. Was mich interessiert ist, warum identifizierst du dich mit dem Geschäftsmodell der eigenen Agentur so sehr? Also was begeistert dich daran? Das war eigentlich schon früher, als ich so 13, 14 war, war ich schon sehr, sehr, ich sage jetzt mal, technikaffin, beziehungsweise ich habe mich einfach extrem für Computer, für Software, für Handys, Apps, alles Mögliche interessiert und bin also auch natürlich in dieser digitalen Welt aufgewachsen, auch Social Media. Ich hatte 2013 auch einen YouTube-Kanal, habe damals auch schon Instagram-Seiten irgendwie probiert aufzubauen. So, ich habe mich mit der Materie schon auseinandergesetzt. Ich fand das immer schon interessant. Einfach so Plattformen, wo sich viele Menschen treffen, wo man viele Informationen teilen kann. Ich war da so fasziniert von dem Ganzen und habe mir damals schon gedacht, boah, irgendwann möchte ich mit dem irgendwie mal Geld verdienen. So, damals war es halt noch extrem mehr so Hardware-Sachen, also so mit Computer, aber auch so Programmierungen und so weiter. Ich wollte einfach immer schon am PC arbeiten, mehrere Monitore da irgendwie, aber auch meine kreative Ader freien Lauf lassen. Und als ich dann auf dieses Geschäftsmodell gestoßen bin, dachte ich mir, boah, das ist genau das, was ich immer schon haben wollte, weil da verbinden sich so viele verschiedene Dinge in einem quasi, weil du kannst deine Kreativität freien Lauf lassen mit verschiedenen Creatives, die du testest, Texte, allgemein einfach diese ganzen Strategien planen, umsetzen, mit den Kunden die Termine machen. Das gefiel mir einfach so sehr, dass ich einfach gemerkt habe, okay, das ist es einfach, was ich jetzt auf jeden Fall langfristig gesehen machen möchte und auch natürlich die Vision so, okay, ich möchte ein Team aufbauen, ich möchte Leute führen und das ist halt ein Markt, der bleibt noch viel, viel länger bestehen. Das ist jetzt ja kein Trend, sondern die Zukunft einfach. Egal, ob es jetzt Facebook-Ads sind oder YouTube-Ads, irgendwann gibt es halt vielleicht eine andere Plattform, wo man Ads macht. Aber die Grundkenntnisse, wenn man die hat, dann kann man da überall wirklich sich austoben und ist halt wirklich geil. Und das gefällt mir einfach schon nur, über das Ganze zu sprechen mit anderen Leuten und dann auch das Umsetzen und einfach die Erfolge feiern. Ja, sehr cool. Auf alle Fälle. Lass uns gern zu dem Punkt springen, dass du deinen ersten Kunden gewonnen hast. Weil eine Sache, die natürlich viele, beziehungsweise glaube ich sogar dein zweiter oder dritter Kunde schon, oder? Falls mich nicht, dein dritter Kunde, den du gewonnen hast. Ja, lass uns gern zu dem jetzigen Kunden springen, den du gewonnen hast. Insofern, dass ja ein Thema für dich auf Kreta war. Wir zeigen ja verschiedene Akquise-Strategien, die es gibt. Und du bist zu mir gekommen und hast gesagt, Nick, schau mal, für mich ist das ein bisschen
Mir fällt es ein bisschen schwer, über meinen Schatten zu springen, jetzt einfach auf Unternehmen zuzugehen, die anzusprechen, mit denen darüber zu reden, die zu akquirieren. Ja, ich habe da noch so ein bisschen mit Ängsten zu kämpfen, mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten, um Kunden zu gewinnen? Und da habe ich dir verschiedene Wege, Möglichkeiten aufgezeigt, wo ich dir gesagt habe, schau mal, so kannst du ganz easy Connections machen zu Unternehmern, so kannst du ganz easy zu Selbstständigen einen Draht finden, den aufbauen und dann natürlich daraus Kunden akquirieren. Und du hast mir eben vor dem Interview berichtet, dass du genauso jetzt im Prinzip zu deinem größten Auftrag gekommen bist. Und kannst du da vielleicht mal kurz reingehen? Was hast du da gemacht, um diesen Auftrag für dich zu gewinnen? Ja, das war eigentlich ganz einfach. Irgendwie über gewisse Kontakte bin ich darauf aufmerksam geworden, halt über Social Media, dass derjenige halt ursprünglich jemanden für was komplett anderes sucht. Aber es hat auch was mit Funnels und Marketing zu tun. Ich habe den kontaktiert, wir haben dann einfach mal telefoniert, gequatscht und ich habe mir einfach seine Ist-Situation dann angehört. Dann sind mir schon die Ideen gekommen, habe gesagt, okay, lass uns morgen in ein Zoom-Meeting reinspringen. Wir besprechen das Ganze und kommen dann zu einer Entscheidung. Und schlussendlich war das dann halt etwas. Ich bin da sogar, ich habe eigentlich zuerst damit gerechnet, ja, wenn er überhaupt möchte oder kann, rein finanziell zum Beispiel, dann wäre es vielleicht nur so ganz, ganz ein kleiner Auftrag irgendwie. Aber schlussendlich war es dann doch was Größeres, wo ich jetzt sage, okay, da habe ich jetzt schon gut Arbeit und kann davon jetzt auch so die nächsten paar Monate leben. Also, das war eigentlich schon recht gut. Und Also ja, was hast du ihm konkret angeboten? also das war ein Online-Shop im Prinzip, den ich immer aufbaue, plus zusätzlich halt einfach mit Facebook-Werbeanzeigen Traffic draufschalten. In Zukunft gibt es natürlich noch Upsell-Potenzial, dass wir das komplette Branding übernehmen für Facebook und Instagram, dass der dann halt einfach überall im Prinzip, also eine Omnipräsenz einfach hat und dadurch halt natürlich konstant Kunden generieren kann. Dann kommt natürlich noch Influencer-Marketing mit dazu. Das haben wir alle schon besprochen. Jetzt machen wir die ersten Steps. So, dann nach ein paar Monaten folgen dann die ganzen anderen Dinge. Das sind dann halt ja auch nochmal schöne Aufträge, mindestens 1, 2 Jahre, die wir da dann zusammenarbeiten. Sehr cool. Wie hat sich das für dich angefühlt, mal so eine Summe aufzurufen von 14.000 Euro? Ja. Es war schon, ich war halt davor immer nur so kleinere Zahlen gewohnt und bin auch da mit viel Ablehnung konfrontiert worden bei den kleineren Zahlen. Und als es dann trotzdem jetzt zu so einer Zahl gekommen ist von 14.000 Euro, dachte ich mir einfach so, okay, kein Zweifel, gar nichts, habe das einfach so in den Raum geworfen, ja, das kostet so viel. Gewartet und er so, ah, okay, ja, das klingt super, passt. So, ich habe mich schon darauf eingestellt, er wird sowieso kaufen. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. Klar, also danach habe ich mich natürlich extrem gefreut. Davor war mir natürlich so ein bisschen mulmig, aber während dem Gespräch, das ging so gut, da habe ich einfach den Fokus drauf gelenkt, ja, er wird sowieso kaufen. Ist ja sowieso viel zu billig für das, was ich mache. Also für das Geld, das war viel zu billig eigentlich. Also Ja. für den Aufwand, für die Ergebnisse, die ich liefere. Darum war das für mich dann schlussendlich kein Problem, weil ich halt den Wert darin gesehen habe. Ja. Auf alle Fälle. Also es ist ein, mit welchem Gefühl läufst du jetzt rum, wo du weißt, krass, ich habe meine Ausbildung gemacht, technischer Beruf, habe jetzt nicht die Welt verdient und auf einmal schaffe ich es im Prinzip, jemanden dazu zu bewegen, für meine Leistung, für den Wert, den ich ihm bringe, eine fünfstellige Summe zu bezahlen. Ja, und da dann auch das Go für zu kriegen. Also es ist erstens mal ein extremer Selbstbewusstseinsboost irgendwie oder halt mehr, also ich habe extrem mehr Selbstvertrauen jetzt und bin mir auch mehr selbstbewusst. Bedeutet, ich, gerade jetzt, wenn es jetzt ums Geschäftliche geht, ich weiß meinen Wert und ich will mich nicht unterm Wert verkaufen so und kann da auch selbstbewusster oder selbstverständlicher in die Gespräche gehen oder allgemein jetzt so in mein Umfeld. Ich war jetzt nicht derjenige, der mit dem rumposaunt hat oder sonstiges, aber ich nehme die Dinge jetzt irgendwie anders wahr, beziehungsweise fühle mich irgendwie auch besser, jetzt nicht abgehoben oder so, aber ich weiß, okay, das ist erst der Anfang und es wird noch so, so viel geiler werden und das ist das, was mich halt jetzt jeden Tag noch so, so freut, einfach aufzustehen und was dafür zu machen und ja, einfach weiterzuwachsen. Das ist ein geiles Gefühl einfach.
vor allem jetzt mit dem Auftrag, was ich da jetzt generiert habe, im Prinzip, das ist nicht mal ein Jahr, das ist mehr als wie die Hälfte vom Jahresgehalt, was ich jetzt im Prinzip bei meinem alten Job verdient habe. So, da denke ich mir, hey, ein Auftrag, ein Gespräch, paar Stunden Arbeit eigentlich, also so auf einem Haufen, habe ich einfach so das halbe Jahresgehalt generiert. Und ich weiß, ey, das, was ich mache oder was wir machen, das ist ein Zukunftsmarkt, da kann man noch so viel mehr damit machen. Und ich weiß, da stehen mir alle Türen offen, wenn ich einfach weitermache und durchziehe. Und das fühlt sich einfach nur geil an. Cool, das freut mich. Was sind jetzt deine Ziele? Was hast du vor? Wo möchtest du hin? Ja, jetzt auf jeden Fall halt mal regional bei mir in der Nähe. Also ich habe jetzt eigentlich nur irgendwo komplett woanders halt mir meine Kunden generiert. Ich will jetzt wirklich hier lokal bei mir Kunden generieren und mir vor Ort einfach einen Namen machen. Natürlich größer werden, Team aufbauen und einfach so viel, wie es geht, lernen, Fehler machen, so viele wie möglich und halt weiter wachsen. Cool. Da geht auf jeden Fall einiges. Das heißt, wenn du es jetzt in Zahlen zusammenfasst, so für 2022, was ist da so dein Umsatzziel? Ja, also mindestens sechsstellig. Das ist dann auf jeden Fall möglich. Also fürs erste Quartal gesehen sind es 30.000, was ich machen möchte. Und dann zweites Quartal halt das Doppelte und dann so, wie es sich halt entwickelt. Ja, ist doch schon mal ein Ziel. Dann hast du fast sechsstellig schon in den ersten zwei Quartalen zusammen. Ja. So, sehr gut. Ja, mein lieber David, ich bin gespannt, wenn wir in einem Jahr von heute auf dieses Interview zurückblicken, wo du dann stehst. Vor einem Jahr hast du angefangen, vor einem Jahr hattest du keine Kunden, vor einem Jahr warst du noch in deiner Ausbildung tätig und jetzt machst du das Vollzeit, hast drei Kunden gewonnen, hast einen soliden Auftrag gewonnen und bist fleißig am Machen, fleißig am Tun und ich glaube auf alle Fälle daran, dass du das auch schaffst, nächstes Jahr mindestens 100.000 Euro zu verdienen, weil den Weg, den du jetzt schon gegangen bist, jetzt wird es nur noch einfacher und an der Stelle würde ich dir das Schlusswort überlassen, falls du den Zuschauern von diesem Interview noch was mitgeben möchtest. Ja, auf jeden Fall. Also, was ich wirklich jedem mitgeben kann, egal wo ihr gerade steht, einfach nicht aufgeben, weitermachen, durchziehen, geduldig sein und vor allem nicht den Spaß bei der ganzen Sache vergessen. Und jetzt gerade an die Leute gerichtet, die jetzt gerade so in das Ganze, also das wird ja wahrscheinlich dann im Mitgliederbereich landen, so. Wird auch auf YouTube landen, ja. Ja, also jeder, der das sieht, der wird auf jeden Fall entweder schon mittendrin sein oder gerade noch am Anfang. Jetzt gerade speziell eine Message für jeder, der anfängt. Einfach nicht unterkriegen lassen von den ganzen Leuten, die vielleicht im Umfeld noch sagen, hey, das funktioniert doch nicht, du hast ein Coaching gekauft, das ist doch nur Abzocke. Einfach Dinge für dich selber behalten und einfach machen, durchziehen, dranbleiben, geduldig sein, so viele Fehler wie möglich machen, weil nur dadurch wirst du stärker und lernst auch am meisten. Und ja, einfach nicht das Ziel aus den Augen verlieren und auch wenn es mal schwarze Tage gibt, trotzdem aufstehen, trotzdem durchziehen. Wenn du nicht 20 Anrufe machen möchtest beispielsweise, dann mach halt wenigstens mehr, als wie du gestern gemacht hast oder mindestens einfach etwas, das du trotzdem am Ende, am Abend im Spiegel sehen kannst und dir sagen kannst, ja, ich habe heute trotzdem was gemacht, ich kann mit gutem Gewissen schlafen gehen und morgen geht's weiter. So ist es. So fängt es an und so geht es weiter. Lieber David, vielen Dank für deine Einblicke und ich wünsche dir natürlich weiterhin massiv viel Erfolg bei deinem Weg. Bis dann. Ciao. Danke.